Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projektchen bzw. zu einer neuen Aufnahmereihe von Star Wars Battlefront 2 auf der PlayStation 5. Wir haben ja die Kampagne bereits durchgespielt und jetzt habe ich euch ja etwas versprochen, genau. Die lang ersehnte, würde ja beinahe fast sagen, Begutachtung der ganzen Charaktere, Helden, Bösewichte, Fahrzeuge und so weiter und so fort. Also da wird euch ordentlich was geboten und das Ganze auch noch in 4K bitte. Ja. Ich werde euch eine tolle 4K Videoreihe der ganzen, wie eben gesagt, preisgeben. Genau. Und ich hoffe, das kommt ein bisschen gut rüber. Erzählen, erklären kann ich nicht wirklich viel dazu, denn ich habe es auch beim letzten Projekt schon erwähnt, ich kenne mich ein bisschen aus, aber ich kenne nicht die 100% die ganze Lore aus dem Star Wars-Universum. Das kenne ich nicht, das kann ich nicht, das will ich auch nicht. Ich werde meinen Senf dazugeben, wie ich es immer mache. Ja, das kann ich am besten. Ne? Und wir werden uns dann gleich ins Getümmel stürzen. Genau. Ich bin schon sehr gespannt, denn ihr wisst ja, diejenigen, die meine Videos brav immer verfolgen, die wissen ja, dass ich Charakter-Bestiariums-Hure bin. Ja, also ich schaue mir das alles so gern an. Ja. Die ganzen, wenn es sowas gibt, so Showcase oder dass man sich dann das Ganze freigeschaltet irgendwie anschauen kann, mir gefällt das einfach. Ne? Und deswegen werde ich es auch hier machen. Wie gesagt, auch in 4K, dafür werden die Videos nicht zu lang. Ich mache dafür ein bisschen mehr, aber weil das Hochladen dauert dann ewig. Ne? Weil man braucht einfach mehr Speicherplatz dafür. Genau. Und das Hochladen selbst dauert auch um einiges mehr. Aber egal, wie dem auch sei, wir starten gleich. Aber bevor wir mit den Helden wirklich anfangen und uns das ganz genau ansehen, machen wir mal die Klassen. Ich will euch auch zusätzlich noch ein paar andere Sachen zeigen, Emotes und so weiter und so fort. Aber gleich mehr dazu. Wir beginnen gleich mal mit den Klassen, mit den Angriffsklassen. Und da stürzen wir uns gleich einmal ins Gefecht. Es gibt immer 6 Unterordnungen. Von diesen Angriffsklassen, die da sind: Erste Ordnung, Galaktisches Imperium, Separatisten, Widerstand, Rebellenallianz und Galaktische Republik. Genau. Das Ganze, was da steht, bitte lest euch selber durch. Wenn ihr wollt, drückt einfach kurz auf Pause und dann klappt das auch. Ne? Weil sonst bekomme ich einen rauen Hals, den ich eh schon habe. Und ja, also gut, erste Ordnung, beginnen wir mal damit. Ich weiß nicht, ob ich dann jeden immer in Großaufnahmen zeige, aber wir schauen einmal, ich drücke einfach einmal drauf. Und da gibt es jetzt wieder eine Unterordnung und diese besteht aus dem Standardaussehen. Ich mache einfach mal kurz hier. Man kann die ganzen Typen hier schön drehen. Ich werde ihn einmal drehen, wir werden uns das ansehen. Es ist halt natürlich in 4K schon ordentlich cool, ja. Und wenn irgendwas extrem interessant ist, man kann auch hier zoomen, das kann man auch machen, man kann sich das überhaupt noch ein bisschen, also mir gefallen die ja so gut, diese Sturmtruppler, glaube ich, schimpfen sich die, weil die so schön glänzen, ja. Ich habe schon einmal gesagt, wie ein ich sag's jetzt nicht, oder einmal sage ich es ganz gut, wie ein gewichster Hundsbeidel. Entschuldigung diesen Ausdruck, aber ich muss das einmal erwähnen, aber wie gesagt, das ist schon ordentlich hübsch, ja. Und natürlich in dieser Auflösung, ja, kann man nicht oft genug sagen. Okay, das war er. Und dann haben wir noch den Schneetruppler. Den Schneetruppler auch bitte wieder kurz durchlesen. Ja? Also für jedes Gebiet, für jedes Terrain gibt es hier einen eigenen Truppler. Ich zoome ein bisschen raus hier, dass man auch schön sieht. Ja? Auch hier, der hat da vorne auch so ein bisschen einen Genitalschutz, wie man sieht. Ja? Oder weiß nicht, sollte es das sein oder I don't know. Jedenfalls schaut auch ziemlich interessant aus, auch hier hinten mit diesem Rucksack da, ja. Seitlich auch die Taschen mit diesem Stoff hier seitlich oder hier vor allem hier unten. Oh, das wird wieder lang, ich spüre das schon, das wird wieder lang. Na, ich mache so 10 Minuten Parts ungefähr, weil sonst ist der Ende nie. Ja, coole Sache. Okay, das waren die Unterordnung einmal hier von der ersten Ordnung, Angriffsgruppe, also Sammlung der Angriffsgegner, whatever. Dann als nächstes haben wir das Galaktische Imperium, bitte auch wieder kurz durchlesen.
Also das waren eigentlich die, ja, sind dieselben eigentlich wie die erste Ordnung, da waren es eher die Vorgänger halt, ne, meiner Meinung nach. Ne. Genau, unter dem Imperator Palpatine waren die noch und die erste Ordnung war dann später nicht. Ne. Wie sind die Filme auch, ich weiß eh Bescheid, ich brauche ja da gar nichts erklären. So, hier, ja, wie gesagt, wir können es sich ganz kurz einmal. Einmal fahre ich da eine Runde, drehe ich einmal eine Runde um ihn. Ist ein bisschen abgenutzt schon da vorne der Helm, also wenn man sich das ansieht da oben, die sind schon ein bisschen ramponierter, auch hier auf der Rüstung sieht man es, also da ist da schon das ein oder andere Mal irgendwo angerannt, ja, oder hat sich irgendwo, ja, seine Rüstung abgewetzt, abgenutzt, ich will es gar nicht wissen, genau. Genau, das war ja. So, dann haben wir auch hier einen Schneetruppler, der schaut so ein bisschen interessant aus, wenn Sie mich fragt. Also vor allem hier oben, in seinem Kopfbereich, also sieht man auch selten sowas. Da haben wir jetzt den Vergleich eben gehabt vorher, vom Schneetruppler der ersten Ordnung. Und der halt, also das ist schon optisch ganz was anderes, da hat sich viel getan in den Jahren, oder Jahrzehnten sogar in dem Fall. Aber auch sehr interessant. Und dann haben wir noch den Küstentruppler. Schauen wir natürlich auch. Und bitte immer lest euch das selber durch. Das tue ich mir jetzt wirklich nicht an. Ähnlich, ne? Die Farbe hier ein bisschen anders. Manchmal, wenn ich mein Maul halte und nichts dazu sage, dann weiß ich einfach nichts dazu. Ja? Das kann leicht passieren. Also bei den mehreren wahrscheinlich dann eigentlich auch. Ich sag's gleich, weil ich sage einfach nur, was ich von dem halte, was ich sehe. Ja, das kann ich vielleicht, aber überall weiß ich dann auch nicht, wer der genau ist oder um Himmels Wille. So, okay. Und ja, alles selber durchlesen bitte. So, das waren mal die. Dann als nächstes haben wir die Separatisten. Das sind jetzt so, ja, wie soll ich sagen, die unterstehen dem Count Dooku, glaube ich. Da steht sogar, okay, jetzt sehe ich es gar, die Separatistenallianz, das Geheimnis von Count Dooku, genau, also der ist da der Chef von denen, mehr oder weniger, ja. Die Separatisten, genau. Und ja, schauen wir uns natürlich auch an, da gibt es auch 5 Unterarten, die Standard-Aussehen haben wir da. Ich kann da eh auch wieder natürlich rein. Ich werde jetzt aber alle nicht, alle 5, weil da ist glaube ich nur die Farbe Unterschied, glaube ich. Ich drehe ihn mal. Man schaut schon sehr interessant auch aus, ne? Und das ist ja auch cool. Also bei manchen Showcases, sagen wir Showcases, steht einfach nur ein Modell da und sonst, das war es auch schon. Hier sieht man auch wirklich, dass sich das auch bewegt, ja. Oder noch gewisse, ja, Gesten zeigt oder eben, ja, Bewegungen am Körper macht, ja, oft ist es nicht viel, aber das reicht schon aus, wie eben hier, das reicht vollkommen aus, das macht irgendwie das Modell hier viel lebendiger, finde ich, also hat was. Ja genau, und dieses eben gibt es jetzt in 5 verschiedenen Arten, Aussehen, egal. Jetzt haben wir dann Geonosis, ja, hat sich schon wieder geändert, der Text, also bitte immer alles überall durchlesen, denn es ist sicher interessant auch für diejenigen, die vielleicht genauso wenig wie ich wissen, da kann man schon wirklich sehr viel über die Lore erfahren auch. Und dann kann man natürlich großkoschert reden, ne? Oder gescheit mitreden halt in dem Fall. Ne? Also hier sieht man einfach, ja, die Farbe ist eine andere, ansonsten das Model ist genau dasselbe, ja. Könnte jetzt überall auf groß gehen, aber braucht man dann eigentlich nicht. Weil hier ist eigentlich wirklich so, dass nur die Farbe der Unterschied ist. Und natürlich ja der Text, also bitte immer lesen, steht dann ganz was anderes dort. So, als nächstes kommt der Pilot. Genau. Ich mag es gleich hier. Ich drehe ihn gleich hier mal. Die Qualität. Ich hoffe, ihr habt alle ein halbwegs stabiles, gutes Internet. Dass ihr auch die 4K da rausholen könnt, ohne dass das ständig buffert, dann. Ja, es hat schon was, irgendwie dieses pferdeähnliche Gesicht. Was, ich vergleiche es mit einem Pferd ein bisschen. Ne? So, dann haben wir das Dschungel. Also das Rainbow-Model eigentlich ist das, mehr oder weniger, ne? Pferde-Rambo.
apropos, kennt ihr den schon? Geht ein Pferd in eine Bar, sagt der Barkeeper zu ihm, aber Pferd, warum so ein langes Gesicht? Okay. Und dann haben wir noch den Trainingstypen, ja. Ich habe das Spiel noch nie, also ich habe es auch letzten Mal erwähnt, ich spiele ja eigentlich online überhaupt nicht. Ich wollte die Kampagne durchspielen und spiele vielleicht mit einem Töchterchen oder mit irgendeinem Freund, vielleicht einmal im Splitscreen oder so gegeneinander, oder, aber ich glaube nicht, dass ich da viel online spiele. Da gibt es 100.000 Millionen Sachen zum Freischalten. Also ich habe eigentlich eh schon durch meine Celebrate Edition eigentlich mehr oder weniger hier alles freigeschaltet. Es gibt dann noch ein paar Emotes vielleicht vereinzelt von irgendwelchen Charakteren, die mir noch fehlen, ja, und die kann ich dann über Meilensteine eben freischalten und eben über online spielen und so. Und ja, ich will das gar nicht, ich brauche das gar nicht. Ich kann euch hier eh so ziemlich alles zeigen, das machen wir auch. Und ich, ja, wie gesagt, ich tue mir das gar nicht an. Weil das würde, ich weiß nicht, da würde man über 1000 Stunden, glaube ich, investieren müssen, wirklich, bis man da wirklich alles hat. Und das muss man auch wollen. Aber das, wie gesagt, das ist für mich dann auch nichts mehr. Okay, das waren die Separatisten. Wie gesagt, tut es immer brav mitlesen oder stoppt euch und ja, wem es interessiert. Als nächstes haben wir dann den Widerstand. Da sind jetzt auch schon Menschen dabei. Da habe ich 4 an der Zahl. Die schauen wir uns dann schon wieder ganz kurz an. Und zwar ist das gleich einmal der Erste. Ich meine, eigentlich ist das der Erste, weil der hat die Waffe auch. Das ist nur die Überkategorie, das ist ein Bild, das ein bisschen anders aussieht. Aber machen wir ganz kurz, wenn ich schon dabei bin. Schauen wir uns mehr den oberen Bereich an, der ist vielleicht interessanter. Hier auch mit dem Rucksack hier. Also das sieht jetzt sicher in 4K schon noch einmal so cool aus. Und auch natürlich das Gesicht dann von ihm. Also das ist halt dann schon hohe Auflösung, hohe Qualität. Muss man schon wirklich sagen. Gut, ja, dann eben Widerstand. Das ist eben eher jetzt ohne Waffe. Und da gibt es dann 4. Ich drehe mal hier so. Aber das war eben dasselbe wie eben. Mal noch einmal. Dann haben wir Mensch, Widerstand 2, also da gibt es jetzt die ganzen verschiedenen Typen. Ich habe kurz hier noch auf den Kopf mehr bereit drauf, ja. Wem es interessiert, ist es eigentlich egal, aber sonst ist er eh vom Außen her dasselbe, nur halt der Mensch selbst ist ein anderer. Aber die sind gleich angezogen und so, ja. Dann haben wir, ja, das ist mein Freund, ja, der Lifting Man, sage ich immer, das habe ich auch schon im Spiel erwähnt, in der Kampagne. Also der sollte vielleicht, den würde ich wirklich empfehlen. Wir schauen uns dann einmal aus der Nähe an. Dem würde ich es vielleicht wirklich, oh, ups, das war fast zu, naja, sieht man wenigstens mal genau. Dem würde man, also den würde ich es auf jeden Fall empfehlen, dass er sich vielleicht wirklich einmal einer Schönheitsoperation unterzieht, na, dass er es rausbringt. Und ja, dass er sich wirklich einmal den Wangenbereich ein bisschen straffen lässt. Also das wäre sicher, weil allein wenn der läuft, wie das dann ins Flattern anfängt, das ist ja dann wahrscheinlich auch für die Aerodynamik ein nettes Bild. Entschuldigung, nein, ich höre scharf. Er kann ja auch nichts dafür. Ne? Er kann ja auch nichts dafür. Okay, gut, das war er. Dann haben wir... Ja, ne, der braucht auch nicht. Da glauben wir, ist was Besseres. Also, wie gesagt, das sind alles, ja, Nikto, das ist der Widerstand, ja. Bitte ihm alles lesen auch wieder. Kannst nicht oft genug sagen, sicher interessant für den einen oder anderen. Oh, aber das ist halt schon, schaut aber schon cool aus. Das ist so ein Echsenmensch, mehr in die Richtung geht das? Also, Exig, ziemlich mit den, oh, schaut schon cool aus. Mit den Schuppen hier. Das ist schon hübsch. Und das sage ich auch immer, wenn man die Spiele wirklich so spielt, man hat die Zeit gar nicht, ja, oder man nimmt sich die Zeit gar nicht, dass man wirklich die ganzen Charaktere, die man ja selber nicht isst oder spielt, ja, die was halt einfach da so sind, ne, sich dann auch so genau anschaut, weil man erst einmal die Zeit gar nicht hat, also wie es bei mir jetzt war, immer in der Action, dass du nicht einmal eine Minute Zeit, was heißt eine Minute, nicht einmal ein paar Sekunden Zeit, dass du das verschnaufst, nur schauen, dass du irgendwie überlebst, ja, da hast du die Zeit nicht, dass du nebenbei noch schaust und ja, schauen wir sich den NPC einmal an oder ja, diesen Typen da, der ist aber schön herausgearbeitet. Das macht ja niemand, ne?
Aber jetzt haben wir eben Zeit und darum mache ich das so gern. Weil jetzt können wir uns das in Ruhe anschauen. Genau. So, diese Rubrik will ich noch fertig bringen. 10 Minuten haben wir eh schon wieder. Na, das ist eh was. So, dann haben wir die Rebellenallianz. Da haben wir auch wieder 4. So, schauen wir wieder hier. Wieder in groß kurz. Ich zoome da wieder. Mehr in oben, unten ist eigentlich eh nicht so interessant. Ja, die Schuhe, ja, aber. Mal dann eh. Mehr hier, sagen wir mal so. So, und jetzt drehen wir mal. Rucksacktechnisch schaut das wieder ganz anders aus. Also hochinteressant auch. So doppelter, geteilter eigentlich, ne? Aber ich schaue mir, schwer zu sagen, was das überhaupt ist, was da drinnen ist. Es ist ja, glaube ich, nichts für, dass er da irgendwas drinnen hätte. An Verpflegung oder irgendwas. Ich glaube, das schaut aus, wie wenn das irgendwie, das kann man gar nicht genau sagen. Ist ja Belüftung, Lüftungsdingsbums oder Radio oder, ich habe keine Ahnung. Er wird selber am besten wissen, aber er sagt man es ja nicht. So, das war er. Freund der Blasmusik. Ja, cool. Interessant, interessant. So, dann haben wir Mensch Rebell 2. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt mehr asiatischer Einschlag, würde ich sagen. Multikulti haben wir da eh auch in dem Spiel. Hat der, ja, der hatte auch denselben. Also rucksacktechnisch sind die alle gleich. Bestückt, sage ich einmal. Genau. Dann haben wir ja ihn wieder. Ja, das ist ja gar nicht dasselbe. Jetzt natürlich aber nur mit dieser Uniform hier. Da mache ich auch noch mal ein bisschen näher so und da. Genau, angeschaut haben wir uns eh schon. In groß vorher. Die sind halt jetzt alle so grün-grau angezogen. Genau, und die auch wieder. Also, das sind jetzt, wie gesagt, diese selben halt in Rebellenallianz-Stadium. Oder wie ich sagen soll. Okay, und dann fehlt uns als letztes. Oh, da sind noch viele. Die Galaktische Republik fehlt uns jetzt noch als letztes. Schauen wir uns den nochmal an, das ist jetzt ja genau, das ist ja mit der Standardwaffe mehr oder weniger. Ja, hübsch, hübsch. Da nochmal kurz drauf. So. Wie gesagt, das sind jetzt einmal die Standard-Typen. ja, ich wollte jetzt gar nicht so weit rausgehen. Okay, dann haben wir als nächstes den. Wie gesagt, ich tue jetzt nur einmal drehen. Ich tue jetzt gar nicht da jeden wieder in ganz groß. Ist es eh groß genug. Da haben wir 181. Panzerdivision. Wie gesagt, daneben stehen immer die Texte. Und da kann man dann Phasen auch noch. Okay, das müssen wir ein bisschen schneller machen. 87. Wächterkorps. Korps sagt man da, oder? Korps? 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 Ich habe keine Ahnung. Dann 104. Bataillon. Ändern sich meistens eigentlich nur in der Farbe ein bisschen. Am meisten halt. Obwohl, weiß jetzt gar nicht, der Helm. Ah, Helm ist schon ein bisschen. Ja, da hinten. Bisschen anders. Na, ist doch nicht. Oh, doch dasselbe. So, das ist jetzt 212. Angriffsbataillon. Ja. Ich tue gleich so weiter. Sternenkorps. Können wir uns ein bisschen. 327. Sternenkorps. 41. Elitekorps. Ja, sind rein die Farben unterschiedlich. 41. Ranger Platoon. Oder der schaut aber. Moment, na, den gehen wir uns kurz. Der schaut schon. Der schaut schon sehr cool aus. Der schaut schon sehr cool aus. Wow. So, dann 501. Legion. 91. Aufklärungskorps. Dann haben wir eine Coruscant-Wache. 104. Bataillon. Das ist ja Wahnsinn, ne? 212. Angriffsbataillon. 327. Sternen. Ah, der hat sogar eine Schürze oben. Hint, ah, okay, verkehrt, aber. Ich habe mir gedacht, der hat da vorne oben, dann wäre er Koch.
Nein, Entschuldigung. Ja, genau, und das ist auch interessant. Vor dem 327. Sternenchor, vor dieser, ja, ist ein so ein Balken. Vorher bei den anderen war alle weiß und da ist er blau. Und da oben sieht man es auch, das steht selten. Das hat doch auch irgendeine Bedeutung, ich weiß es nicht. Und da gibt es dann später auch noch, was gibt es da noch? Legendär und ja, was weiß ich alles. Da habe ich auch einiges, aber was das genau, ich habe keine Ahnung. Ist wahrscheinlich dann schwerer zu bekommen, vielleicht, oder ich habe keine Ahnung. 41. Elitechor. Bitte, wenn Sie es wisst, schreibt es mir rein. Ich, wie gesagt, ich bin kein Profi. Schreibt es mir in die Kommentare oder klärt es mich auf. Ich bin da wirklich nicht so, ja, bewandt. Der schaut auch cool aus. 501. Legion. 91. Aufklärungskorps. Korpsentwache. Ja, da sind wir bald durch. 212. Aufklärungsdivision. Der schaut aber auch cool aus. Vorne hier, ne? Das. Also, das ist schon auch cool gemacht. Die das alles glänzt hier. In diesem Showcase. Das schaut schon cool aus. 41. Oh, Spee-Bataillon. Da zum Beispiel, da haben wir jetzt episch sogar, ne? Das ist ja lila. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich das. Ich habe das alles schon dabei gehabt. Ich habe da nichts freischalten müssen oder irgendwas. Und das, da gibt es dann noch Phase 1 und Phase 2 auch noch. Seht's? Das lasse ich aber jetzt. Das mache ich nur so. Seht's? Phase, was auch immer das bedeuten soll. Das sind eh dieselben wieder. Und dann haben wir noch Phase 2. Noch hier zum Lesen, dann drückt schnell drauf. Aber ich glaube, da steht dann eh dasselbe jeweils. Oh, warte, aber der ist schön, der. Die rote schaut auch cool aus, ja. Okay, gut. Dann haben wir das jetzt einmal durch. 17 Minuten. So, jetzt haben wir noch ganz kurz, wenn ich schon dabei bin, dann machen wir noch ganz kurz die Emotes. Aber das können wir bei dir alle auch. Nein, das machen wir jetzt da nicht. Ja, hört sich vielleicht besser an beim Menschen. Da gehe ich noch einmal auf einen Menschen. Moment, Angriff, da sind wir. Jo, gehen wir da auf den. Und dann, weil die sagen dann eigentlich eh immer dasselbe. Moment. Geht das von da überhaupt? Jetzt muss ich kurz schauen. Moment, Moment. Ah, da bin ich. Aber machen wir es so. Dann machen wir es so. Gehe ich so hierher und dann auf Emotes. Genau. Und jetzt gehe ich da die ganzen kurzen Emotes kurz durch. Also hört einfach nur zu. Jetzt hat der Wumms gesagt. Und dann immer das, was dort steht. Ich weiß nicht. Oh nein, eine Falle. Roger, Roger. Kuckuck. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Ich habe saubere Arbeit geliefert und will Geld sehen. Möge die Macht mit dir sein. Immer. Oh.
Tut mir leid. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Du gefällst ihm nicht. Eins, zwei, drei. Ja, cool, ne? Das waren die Emotes, ne? Und wie gesagt, das kann man dann bei jedem einstellen, dass der, jeder sagt dann das. Also ob das jetzt ein, ob das jetzt zum Beispiel ein Separatist ist, ein, also ob das weiblich, männlich ist, menschlich, ob das jetzt so ein Sturmtruppler ist oder wie gesagt eine Frau oder auch diese Separatisten. Überall gibt es diese 30 Emotes und natürlich hören sie sich dann nur ein bisschen anders an, aber sagen uns das selbst recht lustig. Vielleicht zeige ich euch dann in weiteren Parts doch noch einmal mit anderen und ja. Also jetzt haben wir ja die Waffen von den Angriffsgegnern, die was wir jetzt gehabt haben, zeige ich auch noch schnell her. Das sind eh nur 5, glaube ich. Sagen wir mal leichte Waffen und Anführungszeichen, primäre Waffen von den Angriffswaffen. Ich scroll's dann noch einmal durch kurz und drehe es einmal nur für die Waffen-Freaks hier unter euch. Ich bin keiner. Ich kenne mich da auch wirklich zu wenig aus. Ich habe auch in meinem, ja, in meiner Spielelaufbahn und die ist sehr lange, wirklich gar nicht so viel im Vergleich zu den Jahrzehnten, die ich spielte bis jetzt. Shooter gespielt. Also das muss ich wirklich sagen, ich war auch nie der Call of Duty oder Battlefield Fan oder so, ich habe zwar einige Spiele, aber habe die nie so wirklich gespielt, ne? Und dadurch heute schon viel auf Online aufgebaut ist und so, ist das für mich noch weniger reizbar. Also. Aber ja, die Waffen schauen trotzdem edel aus, darum zeige ich es auch her. Ich habe sie dann einmal freigeschaltet, die müsste man auch über Meilensteine freischalten. Oder dann eben, wenn man ja online spielt, oder brauche ich nicht. Herzeigen kann ich so auch und das reicht mir schon. Genau. So, und eine noch. Oben steht eh, wie gesagt, alles lesen bitte, wie sie heißt, was sie kann oder von wem sie ist. Ja. Gut, das war einmal. Das war jetzt mal die Rubrik Angriff, ja. Der Klassen. Das nächste Mal geht es dann weiter. Oh, wir haben 23 Minuten und es ist nichts geschehen. Wahnsinn. Okay, gut, erster Part wäre erledigt. Alles in 4K. Ich hoffe, es kommt ein bisschen gut rüber. Es gefällt euch. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zusehen, fürs Zuhören und das nächste Mal geht es dann mit den nächsten Klassen weiter. Also macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.